Wie ihr sehen könnt, wir sind im Krankenhaus und was passiert ist, das würde ich euch jetzt gerne erzählen und wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich kann leider nicht allzu laut erzählen, weil Sonata schläft bzw. gerade eingeschlafen ist. Einige von euch werden schon auf Instagram mitbekommen haben, jedenfalls die, die mir auf Instagram folgen. Und zwar bin ich seit gestern mit Sonja im Krankenhaus. Wieso? Sie hatte gestern Oma-Opa-Tag und aus dem Nichts, innerhalb von ein paar Stunden, hat sich hinter ihrem Ohr ein Abszess gebildet. Richtig rot, dick und eitrig. Und das Ohr stand fast schon 90 Grad Winkel ab. Und Kevins Mama hat dann mit Kevin beschlossen, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Warum ich nicht mitgegangen bin, ich war am Schlafen, ich bin ja eigentlich selber krank. Deswegen hatte ich mich ausgeruht und habe das gar nicht mitbekommen. Kevin hat es mir dann erzählt, dass sie im Krankenhaus sind und er sollte mich updaten. Und irgendwann ruft er an und sagt, Sonja muss operiert werden. Mein Herz ist mir erstmal komplett in die Hose gerutscht. Also ich habe sofort angefangen mit Weinen. Es war so schlimm für mich, diese Worte zu hören, Sonja muss operiert werden. Vor allen Dingen, weil sie ja vorher nichts hatte. Das kam innerhalb von ein paar Stunden, hat sich da hinten so ein riesig großer Knubbel gebildet. Also habe ich Sachen gepackt, Kevins Schwester hat mich dann abgeholt und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Das war dann so 17 Uhr rum bin ich hier angekommen. Dann ging es auch schon los. Dann sind wir zum ersten H&O. Die hat uns dann aufgeklärt und wieso, weshalb, warum. Und zwar war das wohl ein Abszess, der sich gebildet hat, durch eine verschleppte Mittelohrentzündung. Das Ding ist aber, dass diese Mittelohrentzündung nicht offensichtlich war. Sie hat keine Anzeichen gemacht. Wir konnten gar nichts dagegen unternehmen. Das hat uns der Chefarzt dann auch gesagt, dass wir uns da keine Vorwürfe machen brauchen. Wenn sie geweint hat, dann ist es ja klar, dass man es erstmal auf die Zähne schiebt oder auf was auch immer. Und so war es dann halt. Dann ist sie 19 Uhr. War denn ihr OP-Termin? Eigentlich hieß es, okay, der geht bloß eine Stunde. Aus einer Stunde wurden zwei Stunden, aus zwei Stunden wurden zweieinhalb Stunden. Und irgendwann wirst du als Mutter und als Vater richtig hebelig. Kevins Mama und seine Schwester und der Freund von seiner Schwester haben noch ewig mit uns mitgewartet. Ich glaube, die sind erst um 9 Uhr oder um 8 Uhr nach Hause gefahren. Und haben aber ein Auto für Kevin hier gelassen. Kevin ist dann erst 23 Uhr, waren wir, glaube ich, im Aufwachraum. Genau, also kurz nach 10 konnte man circa rein zu ihr. Ich bin dann als Erste rein, weil man immer nur einzeln rein darf. Und sie tat mir so leid. Es tat mir so leid, es tat mir so weh, sie so zu sehen. Sie war noch ganz schwach und halt noch so abgedriftet, dass sie halt die ganze Zeit so geweint hat und halt die ganze Zeit bei mir auf dem Arm war. Und das tat mir so weh und auch so leid. Wir haben ja eine ganze Weile vor dem OP-Saal gewartet und als die OP dann gut verlaufen ist, kam dann auch der Chefarzt zu uns raus. Zwischendurch kam immer mal Pfleger und haben gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, sie ist stabil, es ist alles gut. Und der Chefarzt hat sich aber extra viel Zeit für Sonja genommen, weil dieser Abszess, diese Mittelohrentzündung muss schon so lang drin gewesen sein. Ihr ganzes Ohr war vereitert, das ganze Trommelfell und auch hinterm Ohr alles voller Eiter und richtig dick. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben jetzt hinten aufgeschnitten, den Abszess rausgeholt. Sie mussten dann auch am Knochen bohren, weil das sich einfach schon durchgefressen hat. Ich verstehe nicht, wie das so lange unentdeckt bleiben kann. Da musste er dann was wegbohren und er hat ein Paukenröhrchen gesetzt. Ich kenne das, wenn man zum Beispiel einen Paukenerguss hat, also wenn man schlecht hört, dass man dann auch so ein Paukenröhrchen bekommt. Sie hat jetzt aber ein Paukenröhrchen dafür bekommen, dass der Eiter und das ganze Blut rausfließt. Das Paukenröhrchen fällt dann auch irgendwann raus von ganz allein. Da muss ich dann nochmal zum H&O-Arzt und lasse das kontrollieren. Und hinten, wo der Abszess war, wo sie jetzt eine sehr große Narbe hat, da ist auch ein Röhrchen drin, das da gespült werden kann und dass das Blut daraus fließen kann. Da waren wir heute auch schon einmal beim Spülen.
Und da kam aber kein Eiter raus, da kam lediglich nur noch Blut raus, was super gut ist. Jetzt setzt sie sich gerade hin. Hallo, mein Schatz. Ihre eine Gesichtshälfte ist halt... Oh, warte, Mama hebt auf. Ihre eine Gesichtshälfte ist halt mega geschwollen, weil sie halt nur auf der einen Seite liegen kann. Ja, einige von euch konnten es ja schon auf Instagram ein bisschen nachverfolgen. Und vielen, vielen, vielen Dank an die ganzen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe mit gute Besserung Sonea. Und ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Heute war auch noch Kevins Schwester da, die hat sich mit Sonea beschäftigt. Und morgen kommen Kevins Eltern und auch Kevin nochmal. Der kommt mich ja jeden Tag besuchen. Beziehungsweise seine Tochter, nicht mich, aber die muss man so machen. Lacht sie. Ja, sie schläft eigentlich den ganzen Tag über. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Aber alles in allem hoffen wir, dass es jetzt gut ist, dass es okay ist. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für eure ganzen gute Besserungswünsche und dass ihr hofft, dass es so näher gut geht. Es war gestern, das war der Schock meines Lebens. Warte, das können wir jetzt ausmachen. So, ausmachen. Hauptsache, der ist dabei, oder? Das denkt man ja nicht. Man gibt das Kind zu Oma, Opa. Ich meine, die können dafür auch nichts. Aber auf einmal heißt es denn, sie muss operiert werden. Die Ente war gestern sogar mit im OP. Da haben die Ärztinnen und Pfleger, die da waren, haben der Ente dann so eine Haube aufgesetzt, so eine grüne. Das war so süß. Und es tut mir leid, dass ich vielleicht aussehe wie, weiß ich nicht, 3 Tage nicht geschlafen. Das geht gerade an meine letzten Grenzen. Ja, was machen Sie denn? Bravo! Bravo! Ja. Ja. Bravo. Papa. Hallo. Hallo. Papa. Was ich aber gestern überhaupt nicht toll fand, ist, dass wir gestern bis 1 Uhr nachts in der Aufwachstation waren, beziehungsweise in dem Aufwachraum, weil uns keiner von den Pflegekräften von der Kinderstation abholen wollte. Man kann doch nicht das Kind bis 1 Uhr nachts in der Aufwachstation lassen. Aber dafür hat sie dann durchgeschlafen bis, ich glaube, 7:30 heute früh. Ja, heute wird nicht mehr viel passieren. Ich werde sie nachher ein bisschen waschen im Waschbecken. Ich darf sie ja noch nicht so komplett waschen. Ich muss dann auch mal erfragen, wie ich denn mit der Wunde umgehen soll. Also es ist schon eine richtig, richtig große Narbe hinterm Ohr. Ja, das ist... Aber sie ist trotzdem noch die allerschönste für mich. So sieht's aus. Sie hat auch gestern so einen super süßen Umhang bekommen von den OP-Schwestern. Wartet mal. Sie sah damit so niedlich aus. Ich glaube, es ist ein Bild auf Instagram damit. Sie sah damit so süß aus, weil der auch noch ein bisschen zu groß war. Richtig süß. Oh nein, wer ist denn da müde? Du? Das an ihrem Arm sieht schlimmer aus, als es ist. Da kommen halt entweder Schmerzmittel rein oder ihr Antibiotikum, was sie jetzt 3-mal am Tag bekommt. Genau, das sieht schlimmer aus, als es ist. Sonea bekommt jetzt ihr Antibiotika. Das ist auch dafür, halt für die Entzündung, die sie im Körper hat. Genau, das läuft jetzt eine halbe Stunde. So lange sind wir hier verkabelt und spielen ein bisschen. Wir haben uns die ganze Zeit dieses Buch hier angeguckt. Das hat Kevin mitgebracht von Oma Opa, also von seinen Eltern. Die haben das mitgegeben. Und so einen kleinen Riegel mag sie gerade auch schon essen. Ja, ein Bär. Ein Bär. Ei. Ei. Hier ist sie drüber verkabelt, das ist ihr Eingang, den hatte sie schon seit der OP. Ja, und darüber würde sie halt Schmerzmittel bekommen, hat sie bis jetzt noch nicht nach der OP. Und jetzt läuft da halt das Antibiotikum durch. Ich wollte euch mal noch unser Zimmer zeigen. Das hier ist der Eingangsbereich,
Und dann ist hier das Badezimmer. Klein, aber fein. Reicht vollkommen aus. Da ist noch ein großer Spiegel. Wozu den die Kinder brauchen, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich für uns Erwachsenen. Aber ja, das kleine, aber feine Bad. Licht ausmachen. So. Nicht wundern, warum es hier rauscht. Sonja versucht gerade einzuschlafen. Dann hat man hier direkt neben der Eingangstür zwei Schränke. Hier ist der Bereich für die Pfleger und Ärzte. Dann sind hier unsere Mülleimer. Hier haben wir einen Wickelplatz. Nicht wundern, mit dem Ding hat sie ja gespielt, als sie aufgewacht ist im Aufwachraum. Und hier am Wickelplatz hat man auch noch Windeln. Ich habe aber auch noch welche mitgebracht, weil ich nicht wusste, ob man hier welche hat. Aber hat man. Dann mit diesem Gerät bekommt Sonja ihre Antibiotika, die sie jetzt bekommt. Und das ist das für die Sauerstoffsättigung. Dann haben wir hier noch ein Bett, was nicht belegt ist. Mal sehen, ob es so bleibt oder ob wir noch Besuch bekommen. Dann hat man hier einen kleinen Tisch, da habe ich mich jetzt ausgebreitet. Das Krankenhaus ist riesengroß, deswegen hat mir Kevin noch den Buggy nachgebracht, weil sonst müsste ich sie die ganze Zeit von A nach B bringen und ja, tragt mal 10 Kilo durch die Gegend. Dann hatte ich, ja, hier ist meine Handtasche. Die pinke Tasche hatte ich zusammengepackt, als ich mit Sonja ins Krankenhaus gefahren bin, beziehungsweise als es dann hieß, sie wird operiert. Und die hat mir Kevin noch nachgebracht. Das hier hat sie bekommen. Auch im Aufwachraum. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist einfach bloß Zucker, meinte sie. Zuckerwasser. Ja, und hier ist halt mein Bett. Und hier schläft sie näher. Die versucht doch gerade nochmal einzuschlafen. Wie gesagt, deswegen das Rauschen. Ja, das ist mein Bett. Hätte ich ja auch mal machen können. Egal, nicht so schlimm. Kevin hat jetzt auch noch ein paar Spielzeuge mitgebracht, ein paar Bücher. Und Kevins Schwester war auch schon zu Besuch. Die hat ihr die Wendy mitgebracht. Ja, das ist so unser Zimmer zurzeit. Es ist mittlerweile 22.09 Uhr. Und gerade kam jemand, so näher das Antibiotikum anschließen. Mussten sie natürlich ganz leise sein, so näher schläft ja schon. Aber hier läuft das Antibiotikum jetzt und da ist ihr Sauerstoffwert. Das läuft jetzt eine halbe Stunde, ja noch 25 Minuten und dann hat sie es geschafft für heute. Die kleine Maus schläft eh sehr gut. Gerade ist aufgewacht und schon am Spielen. Also, ja, sowas. Scheint wohl einen guten Schlaf gehabt zu haben. Und machst du Hallo, Hallo? Hallo, Hallo. Wer ist dran? Papa? Oder Oma? Das Frühstück für Sonja ist jetzt auch schon da. Ich muss ja meins selber holen in der Cafeteria. Was gibt's denn heute? Boah, mit Wurst, Sonja. Oder Erdbeermarmelade. Ja. Wie lange läuft dein Antibiotikum noch? Ah, noch 7 Minuten. Das kriegen wir hin. Dann kannst du erstmal was frühstücken. Und dann musst du nochmal zum Ausspülen vom Ohr. Wir machen es hier jetzt aber erstmal noch heller. Ich habe die Jalousien in der Nacht runtergefahren. Ah. Hoch. Gehen sie jetzt hoch? Ja, jetzt gehen sie hoch. Hier voll nett, die Socken hat mir die Nachtschwester gebracht. Weil das andauernd abgegangen ist, ihre Sauerstoffsättigung. Und die haben wir dann aber abgelassen. Sie war die ganze Zeit stabil und sie hätte das einfach nicht mehr gebraucht. Und das ging alle 2 Sekunden ab und das hat sie dann halt auch genervt. Deswegen hatten wir das abgelassen. Aber vorher hatten wir es noch mit den Socken hier probiert. Aber sie war ja die ganze Zeit stabil und ich bin ja auch öfters in der Nacht wach und gucke, ob alles in Ordnung ist. Deswegen kann das die Schwester nachher wieder mitnehmen. Ich sage euch jetzt auch mal guten Morgen. Ich bin auch komplett ungeschminkt. Ich wollte mich jetzt schminken. Denn wir sind jetzt soweit mit den Untersuchungen fertig. Es wurde gerade noch Blutdruck gemessen und ja, Antibiotika hat sie ja heute früh schon bekommen, das habt ihr ja schon gesehen.
Genau, und gleich müssen wir noch zum erneuten Spülen. Sie müssen ja jetzt jeden Tag einmal das Ohr spülen. Wie gesagt, sie hat hier hinten ein Röhrchen drin, das wird einmal gespült. Und dann müssen wir 9:30 hin. Es ist jetzt circa 8:30. Das heißt, wir haben noch ein bisschen, aber wir brauchen auch eine Weile dahin. Also ich denke, wir gehen 9:00 los. Die Untersuchungen hat sie gerade total gut mitgemacht. Sie hat auch gut gegessen. Also den Appetit, so wie vorher, hat sie nicht. Aber sie hat ja auch bei der Vollnarkose einen Schlauch zum Beatmen bekommen. Vielleicht hat sie einfach noch Halsschmerzen. Ich weiß es nicht, aber es geht ihr soweit okay. Den Umständen entsprechend halt. Die Nacht war auch in Ordnung. Also zwischen 2 und 3 Uhr war schon wieder Schmerzen angesagt. Da hat sie dann nochmal ein Paracetamol-Zäpfchen von mir bekommen. Und dann ging das auch. Also die Nachtschwester und auch die Schwester gerade in der Früh sind mega gut drauf. Sie durfte auch ihre... Was denn? Danke. Soll ich beides halten? Sie durfte auch ihre Sauerstoffsättigung, die sie am Fuß hatte. Was ist doch das? Hier? Kann ich runterwerfen, geht kaputt sonst. Beides haben? Ja. Hier ist ein Frechdachs. Sie durfte auch ihre Sauerstoffsättigung abmachen. Sie hatte sie ja immer um den Zeh drumherum und das ging alle 2 Sekunden ab. Und da habe ich zu der Nachtschwester gesagt, kann man das nicht abmachen? Und dann meinte sie auch, ja, sie war ja die ganze Zeit stabil, deswegen machen wir das ab. Und ich bin ja sowieso fast jede Stunde immer wach. Was machst du? Ja, gleich. Ich bin ja sowieso fast immer jede Stunde wach, deswegen hätte ich das mitbekommen, wenn irgendwas wäre. Bitte, hier ist deine Rasse. Magst du hier noch so einen Keks haben? Erstmal schön im Bad sitzen und einen Keks essen. So mögen wir das. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Auf jeden Fall durfte sie ihre Sauerstoffsättigung jetzt abmachen in der Nacht, weil sie ja stabil ist. Und toi toi toi, wenn die Narbe jetzt noch gut verheilt, dann können wir Montag oder Dienstag nach Hause. Das wäre natürlich super, super gut. Naja, und dann nach dem Paracetamol-Zäpfchen hat sie von, wir sagen jetzt mal 3. Ja, ich habe aufgeschrieben, dass ich 2:24 Uhr das Zäpfchen gegeben habe, sagen wir jetzt mal 3 bis 8 geschlafen. So eine gute Zeit. Wir sind jetzt im Durchgang. Das hier sind verschiedene Kliniken aneinandergereiht. Und wir müssen jetzt von der Kinderklinik in die Kopfklinik, beziehungsweise zur H&O-Ambulanz. Sie hat heute wieder ein hübsches Kleid an. Zum Glück habe ich Kleider eingepackt, wo der Kopf durchpasst. Ente ist natürlich mit dabei, wie immer. Die muss sein. Und entschuldigt bitte, wenn ich so schnaufe, aber mit der Maske hier lang zu laufen, ach, geht gar nicht. Aber naja, muss ja sein. Und da sind wir schon. Ich sag's euch, gestern habe ich mich so verlaufen mit ihr, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Heute weiß ich wenigstens schon, wo ich hin muss. Sonja schläft jetzt wieder. Ein bisschen kürzer sind wir wieder auf dem Zimmer. Und es lief richtig gut. Also das Ausspülen war super. Da kam kein Blut, nichts raus, nur klare Flüssigkeit. Was ein super, super Zeichen ist. Jetzt hat sie einen neuen Verband bekommen. Jetzt kann sie sich noch ausruhen. Dann gibt es nachher Mittag. Und dann kommen Kevins Eltern. Die wollen mit ihr spazieren gehen. Und Kevin kommt natürlich auch. Ja. Aber ich ruhe mich jetzt auch noch ein bisschen aus. Wir hatten uns jetzt circa eine Stunde ausgeruht und waren jetzt noch in der Cafeteria. Da ist mein Essen, eine Suppe und ja, das, was halt zum Menü gibt. Und das ist mein Abendbrot, das muss man sich am Wochenende jetzt schon mitnehmen. Außer das Trinkpäckchen, das darf Sonja natürlich haben. Und was bekommt Sonja? Kartoffeln, Fleisch, ich glaube das Rinderbraten und Blumenkohl, glaube ich. Ja. Das mache ich jetzt erstmal. Kann sie schon mal essen, ja? Warte. Ja. Sag Mama, kannst du gleich ablassen. Ich habe Hunger. Papi ist jetzt auch da. Papa, ja. Ist das dein Papa? Oh, und so fein heute am Essen. Wow. Papa schwitzt. Ist jetzt schon die 3. Kartoffel. Ein bisschen Rinderbraten hat sie gegessen. Es ist so warm. Derbe warm draußen. Ja, ja. Und hier ist schwül drin, weil hier ist nur ein Fenster, was man anklappen kann.
und keine Rollladen runter machen kannst. Naja, so halb habe ich gestern rausgefunden, aber macht halt nicht komplett dunkel. Und auf? Nicht spielen, nicht essen. Du musst doch groß und stark werden nach deiner OP. Prima. Das ist aber schon mehr Essen, als was sie in den letzten Tagen gegessen hat. In den letzten Tagen hat sie mehr verweigert als alles andere. Oh, wo ist sie näher? Da ist sie so näher. Wo? Wo ist sie näher? Wo ist sie so näher? Da ist sie so näher. Bei mir gab es ja noch so eine Champignonsuppe dazu. Die habe ich extra für Kevin mitgenommen, weil ich mag keine Pilze. Aber so näher schmecken sie auch. Du magst keine, du hasst sie. Du verabscheust Pilze, sagst du einfach mal richtig. Ja, aber sag das doch nicht vor dem Kind. Sie mag sie. Und gerade hat sie, als sie die gegessen hat, die Suppe. Schmeckt das gut? Ich finde das irgendwie nicht so geil, dass die nur einen Löffel haben. Ja, das ist halt... Was machst du denn? Also doch gleich das Kind umziehen. Wissen wir sowieso. Was gibt's denn da noch Feines für so näher? Ja, Zuckerbombe, gell? Etwa meinen Karamellpudding? Er sagt, du bist der Schlüsselmeister. Und willst dir auf die Suppe da rauszurutschen, die auf dem Kopf ist. Mann, ey. Ja, wenn es so näher schmeckt, ich mag eh nicht so Karamell. Schmeckt ja. Lecker. Was ist das für eine Marke? Sahne, einfach so. Rotale. Ah. Hallo, bist du schon wieder am Spielen? Wir waren circa eine Stunde mit Kevins Eltern unterwegs und Kevin ist dann auch langsam gefahren. Dann konnte sie sich ausruhen und hat dann auch ihre Antibiose wieder bekommen. Die ist jetzt schon durchgelaufen und irgendwie hat da was mit ihrem Zugang nicht mehr gepasst, dass die ausgelaufen ist. Deswegen ist ihr Bett auch neu bezogen. Und hier sieht man, ihr Zugang ist weg. Da müssen wir jetzt den Arzt fragen, ob sie nochmal einen neuen braucht oder ob man keine Antibiose mehr geben muss. Ja, das muss der Arzt entscheiden. Aber Antibiotikum ist soweit durchgelaufen. Und ihr geht's auch gut. Sie hat vor dem Schlafen noch mal ein Schmerzmittel bekommen. Ja. Kevins Eltern haben natürlich auch noch Geschenke mitgebracht. Einmal diese Puppe. Die spielt sogar ein Schlaflied. Bitteschön. Ich leg sie dir mal hier hin. Und von den Freunden von Kevins Eltern hat sie diesen Beschützerbären bekommen. Ach Gott, ist das niedlich. Weil so ein Riesenbär. Aber den mag sie auch, der ist auch süß. Das ist voll süß, wie viele Leute eigentlich an so näher denken. Und wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch, der an sie denkt. Jetzt ist mein Bett voll und wir können ganz in Ruhe ganz viel spielen. Prima. Ja, wer ist da draußen? Kannst du winken? Machst du Hallo, Hallo? Sonja powert sich gerade ein bisschen aus, indem sie hin und her krabbelt. Wir haben auch schon meine Eltern angerufen und Kevin auch nochmal angerufen. Da! Schaut, mein Portemonnaie liegt schon da und Kevins, was war das, Corona-Test, den er jeden Tag mitbringen muss. Den hat sie mit nach da vorne geschleppt und sonst ist sie gerade richtig gut drauf. Ja, wir brauchen nur einen, oder? Ja, warte, ich mach auf. War schon richtig. Ja. Ah, hast du es? Bringst du es her? Ey, hol schnell. Hol schnell. Schnell holen. Was ich euch noch zeigen wollte, vor so einer OP bekommt man ja immer diese Schriebs, was passieren kann und sowas. Und hier ist es nochmal richtig gut aufgelistet. Hier saß der Abszess. Und hier ist das Trommelfell. Und da ist das Paukenröhrchen drin. Beziehungsweise seht ihr es hier auch nochmal, hier am Warzenvorsatz, da saß der Abszess. Und hier sieht man nochmal, hier befindet sich das Paukenröhrchen. Das hat nichts damit zu tun, dass sie schlecht hören würde. Das ist einfach nur, damit da, falls da Eiter und so drin ist, dass das rauslaufen kann. Genau, und so sieht das aus. Tschüss! Sonja hat jetzt an ihrem anderen Arm einen Zugang bekommen, einen neuen.
Schade, ich habe gedacht, vielleicht brauchen wir es nicht mehr, aber dann wurde auch gleich noch Blut abgenommen. Ja. Du warst so tapfer. Sie hat nur am Anfang geweint, als sie festgepuckt wurde, dass sie halt nicht so rumwurstelt. Und dann hat sie alles mit sich machen lassen. Das Blut abnehmen, Zugang legen. War gar kein Problem, hat gar nicht geweint. Was machst du denn da? Einfach da so sitzen? Na, so weiß. So, Nea hat jetzt Abendbrot bekommen. Ui, mit Mais. So, Nea, lecker. Und wir kriegen Besuch. Da kommt eine Mama mit kleinem Baby. Die Mama hat voll das gute Bett bekommen. Ich habe nur so eine Liege. Und die kriegt so ein richtig gutes Bett. Ich meine, sei es ihr gegönnt, ja. Mal sehen, wann sie kommt. Kann auch sein, dass sie mitten in der Nacht kommt. Ist natürlich, weiß ich nicht, nicht so cool, wenn hier zwei kranke Kinder liegen, die zur Überwachung sind. Und dann geht da vielleicht was an oder das Kind weint. Dann weint mein Kind. Aber wir sind ja zum Glück hoffentlich bald zu Hause. Naja, ich meine, dafür kann ja die Mama auch nichts. Und das Kind soll ja auch gesund werden. Deswegen, ja, toi toi toi, dass wir bald nach Hause dürfen. Möchtest du den Mais probieren? Schmeckt? Beide? Oh, links und rechts Mais. Na, sowas. Guten Morgen, Leute. Es ist schon der nächste Tag. Ich hatte gestern nicht weiter gefilmt aus dem Grund, weil wir ja einen Zimmernachbarn bekommen haben. Beziehungsweise ist es ein 2 Tage alter Säugling. Ohne Mama. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sauer ich gestern geworden bin. Der Säugling kann da nichts für. Aber die Schwestern haben den Säugling gestern gebracht, als er gerade am Einschlafen war. Das heißt, er hat ja auch geschrien. Und das nicht nur einmal, weil so ein Säugling schreit halt, wenn er sich alleine fühlt. Und die haben von mir erwartet, dass ich jedes Mal auf die Klingel drücke, wenn der Säugling schreit. Und dann kam aber keiner, weil die ja gerade Übergabe hatten. Ich meine, ich verstehe, dass die Schwestern viel zu tun haben und vielleicht in der Nachtschicht auch unterbesetzt sind. Aber ich bin auch ganz ehrlich mit euch, da denke ich an mein Kind zuerst. Weil Sonea ist dann gestern erst um 11 eingeschlafen. Um 11. War total übermüdet. Hat natürlich dann auch angefangen zu schreien. Dann hat der Säugling wieder angefangen zu schreien. Und dann hat die Nachtschwester den Säugling mit rausgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Auf jeden Fall hat sie den Säugling damit rausgenommen. Und ich weiß nicht, ob der jetzt wiederkommt oder nicht. Aber ich hatte mich gestern dann beschwert. Weil das, finde ich, geht gar nicht. Dass ich mich um den Säugling kümmern muss, indem ich jedes Mal drauf drücke, wenn der schreit. Und dann kommt keiner. Versteht ihr, was ich meine? Also, war eine schöne Nacht. Und dann hat die ja so näher noch einen Zugang bekommen. Einen neuen, weil der andere ja kaputt war. Mitten in der Nacht läuft das Antibiotikum aus. Ist der auch kaputt. Leute, ich sag's euch. So eine Nacht will ich nicht nochmal. Aber ich hoffe ja, toi toi toi, dass wir jetzt hoffentlich morgen gehen können. Wie gesagt, ich möchte hier kein böses Blut mit den Schwestern. Ich finde auch, der Säugling kann überhaupt nichts dafür. Er hat im Moment niemanden. Der Säugling kann da auch nichts für. Aber ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, als andere Mama, mich um den Säugling zu kümmern. Dafür sind die Pflegerinnen da. Und die Ärzte und die Schwestern. Deswegen, ja. Aber ich habe mich jetzt hier soweit fertig gemacht. Sonja schläft noch. Und ja, ich werde gleich mal gucken, was ich schon so an Sachen aussortieren kann, die Kevin nachher mit nach Hause nehmen kann. Und ich muss euch sagen, ich lasse vieles durchgehen. Ich bin auch für vieles zu haben. Aber wenn man den Säugling da so schreien lässt und ich dann Bescheid sage und als Antwort bekomme, ja, ist halt ein Säugling, was soll ich denn machen? Sich drum kümmern. Also ja, da bin ich dann ein bisschen patzig geworden. Weil ich ja als Mama auch erstmal an mein Kind denke. Ja, mal sehen, wie es
heute läuft. Der Säugling kann ja gerne auf unser Zimmer kommen. Aber es war gestern einfach absolut bescheidenes Timing, dass der genau kam, als er näher am Einschlafen war. Wie hättet ihr das gehandhabt? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Hättet ihr einfach immer auf die Klingel gedrückt und gehofft, dass euer Kind einschläft? Oder ja, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, mal ein bisschen aufräumen. Essen ist schon da. So näher mit Leberwurst, Leibgericht. Und das Antibiotikum läuft auch noch. Oh, sogar noch 43 Minuten. Müssen wir uns ein bisschen beschäftigen, so näher. Ja, wie gesagt, das Baby ist gerade noch nicht da, beziehungsweise nicht mehr da. Mal sehen. Was siehst du denn heute eigentlich Tolles an? Oh, hier ist ein Kleidchen. Das Kleidchen anziehen. Schick sein. Oder guck mal, das hat Papa auch noch mitgebracht. Ich habe extra zu Kevin gesagt, er soll Kleider mitbringen mit großem Halsausschnitt. Und er hat einfach alles mitgebracht, was noch da hing, alles klar. Und dann kann sich so näher was aus und das ist auch schick hier. Aber das könnte man noch anziehen, wenn man nach Hause geht. Das hier, ja, das ist auch schick. Das passt wenigstens noch über ihre Armschiene gerade. Nehmen wir das. Gerade war eine Auszubildende drin und hat so näher gewogen und nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und gleich um 10 dürfen wir zum H&O-Arzt. Und dann wird geguckt, ob dein Röhrchen hinterm Ohr raus darf. Bin ich ja gespannt. Und morgen wird es auch nochmal spannend, weil morgen kommt eine Auszubildende im dritten Lehrjahr und hat mit Sonea und dem Säugling, der hier drin ist, ihre Abschlussprüfung. Mega cool. Sonea, morgen schön artig sein, ja? Ja, ich weiß, bist du immer, ja. Wir machen uns gleich los zum H&O und gucken, toi toi toi, dass das Röhrchen hinterm Ohr raus darf. Und wir sind auf dem Weg, den gleichen Weg wie die letzten Tage schon. Drückt uns die Daumen, dass das Röhrchen hinterm Ohr gezogen werden kann. Dann können wir hoffentlich bald nach Hause. Beide Babys schlafen. Wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer. Ich erzähle euch nachher, wie es beim H&O war. Aber eins kann ich euch erzählen. Alles, alles super und ich freue mich so, so sehr. Für Sonea gibt es heute Spaghetti Bolognese und ich sag's euch, ihr absolutes Hauptgericht. Als die heute früh gefragt haben, was es geben soll, und es hieß Spaghetti Bolognese, da war mir klar, was es geben soll. Und sie ist auch gerade richtig, richtig gut. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Sie hat die letzten Tage nämlich nicht so viel gegessen und ist eher verweigert, aber gerade schmeckt ihr wohl sehr gut. Da freue ich mich. Sehen, wie es lief beim H&O. Und zwar habe ich vorher noch den Chefarzt getroffen, also der Arzt, der auch operiert hat. Und der hat sich so gefreut, dass es ihr gut geht und hat dann auch extra nochmal hinterher telefoniert und gefragt, ja, wie sieht's aus? Also dem scheint das richtig am Herzen gelegen zu haben. Hier, was trinken? Nein, okay. Ja, dem scheint das richtig am Herzen gelegen zu haben. Und heute wurde das Röhrchen gezogen, also... Ja, und der H&O, der sie dann da untersucht hat, der hat sie richtig doll gelobt und auch oft gelobt, weil sie näher keinen Mucks gemacht hat. Da musste ja nochmal ein Faden gezogen werden und dann das Röhrchen entfernt werden. Und vorher wurde auch nochmal gespült und hat gesagt, wow, also oh, beim Trinken verschluckt. Wow, normalerweise kommt man in Schwitzen mit Kindern, sagt er, aber so näher hat keinen Mucks gemacht, sich nicht bewegt, keinen Mucks gemacht, also... Richtig, richtig stolz bin ich da und das hat sich so gut gemacht. Und mit ganz, ganz viel Glück kann er morgen nach Hause, weil er hat gesagt, die Entzündungswerte sind auch richtig gut runtergegangen. Heute soll nochmal Blut abgenommen werden und dann können wir hoffentlich morgen schon nach Hause. Also das wäre ja echt klasse, wenn das morgen schon klappen würde. Aber vorher sollen wir dann da nochmal hin und morgen sind wir... Teilnehmer bei einer Abschlussprüfung. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Also, sie stufen anscheinend so näher als sehr gut händelbar ein, weil die Mentorin von der ja, Auszubildenden kam zu mir und hat gesagt, sie hat das Zimmer hier ausgesucht, weil halt einfach auch so näher gut zu händeln ist und alles mit sich machen lässt. Deswegen ja, bin ich echt, echt, echt gespannt, was das morgen wird.
Gleich kommt auch noch Kevin. Und dann gehen wir auch ein bisschen spazieren, dass der Säugling hier hinter mir schlafen kann. Genau. Sonja hat sich gerade auch schon 1,5 Stunden ausgeruht. Der Säugling schläft auch. Und ja. Deswegen ist es hier auch noch so ein bisschen dunkel. Ich will es auch ein bisschen dunkel halten, damit das Baby auch noch ein bisschen schlafen kann. Ist ja heute 3 Tage alt. Voll süß. Wir wollen jetzt noch ein bisschen spazieren und jetzt genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Und gleich gehen wir in die Cafeteria, mein Abendessen holen. Und wir haben auch gerade noch Geld geholt. Dann kriegt Sonja eine Zeitschrift noch zum heute Abend lesen. Aber jetzt genießen wir erstmal noch ein bisschen die Sonne.